Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. So, und Triss hat uns leider verlassen. Und wir haben auch gar nicht versucht, die aufzuhalten. So, was haben wir denn hier? Okay. Wir gehen erstmal zu dem. Was waren da noch? War hier unten nicht gerade noch was? Ach so, finde ein Schiff nach Skellige. Und dann haben wir endlich von Schwertern und Knödeln auf grün. Wir machen erstmal hier die beiden Aufgaben. Dann machen wir die Aufgabe mit den fliegenden Fäusten. Die machen wir jetzt. Dann haben wir hier oben noch eine Karte. Ach nee, das ist Dijkstra. Na, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Gut. Soweit erstmal der Plan. Für diese Folge. Wir gucken mal, wo es uns hinführt. Letzte Folge war ja doch ein bisschen länger wieder. Verfluchte Scheiße! Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Da ziehen wir erstmal die Mütze vom. Ist ja irgendwas zum Klauen, ja. Metroid. Waren. Psst. Grauhaar, hierher! Meinen Sohn getötet. Jetzt werfen sie uns auf. Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja. Er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Oh, was soll er jetzt hier machen, Jan? Außer plündern. Folge dem Geruch. Was für ein Geruch? Götter, der Sensenmann kommt mich holen. Trinken wir. Es wird schon Abend. Wo ist denn der Geruch hier? Sieht denn da den Geruch? Ach, hier. Stiefelabdrücke mit Schlamm aus der Kanalisation. Es wird nicht einfach, Magier in diesem Haufen zu finden. Es ist einfacher, als du denkst. Du musst nur den richtigen Köder auslegen. Wie meinst du das? Bring Mann, habe ich gestern auf, gesumpft. Mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut. Hab Mitleid, Herr. Ich habe ein krankes Kind und noch mehr Elend. Was belästigst du ihn, du? Noch frisch. Hab ich dich, Hurensohn! Das war fast ein Zentner reinsten Fistichs, das du verbrannt hast. Weißt du, was das wert war? Na schön, Hexenmann. Nimm deine Kröten und zieh ab. Lass ihn zufrieden. Wunder über Wunder. Ein Hexer verteidigt einen Hexenjäger. Als nächstes setzen sich Mäuse für Katzen ein. Es ist mein Ernst. Ach ja? Na, dann machen wir ernst. Drachenficker! Reißt euch zusammen, Junge! Von deinesgleichen habe ich keine Hilfe erwartet. Du solltest nicht so schnell urteilen. Die Lektion wäre auch für deine Kollegen nützlich. Ja, ich hab viel Blut verloren. Ein Mediziner muss mich zusammenflicken. Schnell. Hilfst du mir?
Na, ihr Hexenjäger seid aber höflich, wenn ihr was braucht. Gut, ich tu dir den Gefallen. Gegen mein besseres Wissen. Gib mir die Hand. Tja, so kommt das, ne? So ist das im Leben. Ist das der Arzt hier oder was? Hm? Faszinierend, wie deine Augen auf das Licht reagieren. Wir nehmen erstmal hier mit, ne? Beruhige dich. Geschlossen. So, wir müssen aber jetzt noch weitermachen hier. Ah, jetzt ist die Aufgabe wieder raus. Warum ist denn die Aufgabe schon wieder raus? Pfeffer. Küsseni Pfeffer hat. Angeblich ist wieder eine Leiche gefunden worden. Keine Augen im Kopf, kein Herz in der Brust. Welche Bestie tötet auf diese Art und Weise? Nur Menschen sind zu solch einer Grausamkeit fähig. Ja, genau. Ja? Was ist denn? Oh nein! Oh, hier sind ja noch Sachen. Ich fühle mich besser. Ich sehe besser aus, ja? Besser? Ach, scheiß drauf. So. Wo wollte ich jetzt hin? Da wollte ich hin. So kommt das manchmal, weißt du, gehst hier irgendwo lang, dann kommt eine Aufgabe und dann ist wieder irgendwas und eigentlich ist es geil. Das macht schon richtig Laune. Haufen Banditen hier. Arme mit einer Bibliothek, man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können, das verdirbt ihren Geist. Das Feuer wird sie alle reinigen. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Wenn Bücher verbrannt werden, dann ist zu spät alles. Wissen, weißt du, Wissen ist Macht. Gebildete Leute durften eigentlich keinen Krieg führen. Nur die Dummen führen Krieg. Und andere Dumme folgen. So, wir werden jetzt erstmal mit dem neuen Wirt eine Runde Karten spielen. Da ist er. Willkommen, willkommen. Na, wir können erstmal gucken, was er hat. Was hast du denn da? Hat er irgendwas hier bei? Oh, das ist eine grüne hier. Plünder. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Oder Yennefer. Also langsam kommen wir hier Skoyatel. Skoyatel war ja wieder Schwerter oder sonst irgendwas. Was haben wir hier noch alles? Habe ich hier eine richtig geile Karte? Nee.
Wo verdienen wir denn hier? Oh, gut. Der nimmt die natürlich. Ich würde sagen, ich mache erstmal die Schwertkämpfer. Gegner passt. Dann passe ich hoch. Gewinnen ist erstmal ja nicht so verkehrt. Ich habe damals mal privat habe ich immer so gemacht, dass ich immer die erste Runde verloren habe. So. Nee, natürlich auf. Ah, verdammt, nein! Hä? Ich war da die andere Karte angewählt. Ach, leck mich doch. Das ist ja scheiße. So, find ich mal super. Oh, der hat ja nur noch 6 Karten. Strömender Regen, okay. Da haut er mir die Belagerungswaffen weg. Soll mir egal sein. So. Nehmen wir doch den hier. Der hat noch so. Die haben meistens immer so eine Karten, die stärkste Karte auf dem Spieltisch vernichten. Das ist aber hier nicht hier die einzigartige Karte hier. Passt. Nee. Ich weiß nicht, warum der immer umspringt. So, jetzt haben wir schon mal mehr. Aber ich spiele trotzdem alles aus. Außer den Schnee. Und der 65. 114. So, jetzt können wir passen. Sehr gut. Souverän. Feuergenius haben wir gekriegt. So, was sollen wir denn jetzt machen? Finde eine einzige Karte im Eisvogel. Du Scheiße, wo soll ich den jetzt finden? Ah. Okay. So, warte mal. Nee, halt, falsche Taste. Den können wir doch gleich mit dem hier quatschen. Der ist oben. Ist das der vor Priscillas Zimmer saß hier? Der da? Du Lumpenproletarier. Ja? Graf Kurt Dusart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden.
Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Du Fatzke hier, 100 mehr. Gucken wir mal, 50 mehr. Nein. Ich fürchte, das ist zu viel. Aber wir nähern uns vernünftigen Preisen. Ja. Nein. Meine Güte, Junge. Gut, abgemacht. Du Pisser, Alter. Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Begib dich zum Spukhaus, dann werden wir das mal machen, wa? Mal gucken, wo das ist. Du Schwein! Schweine, überall Schweine. Schweine in Novigrad? So, wo hab ich denn hier da drüben? Na gut, müssen wir. Sag mal, warum muss ich ihn jetzt zweimal pfeifen? Einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe. Ich hasse die Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Ich war bereit, meine rechte Hand für sie zu geben. Was ist passiert? Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal, wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigiräuven. Rettet uns vor dem Bösen. Ruben, hast du noch Moin ja ein schönes ich Chaos angerichtet? Aus den Scherben. Gleitbrief an alle Zuständigen. Der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten und zu verlassen und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit, ihr Reich, Hemmelfahrt. Hemmelfahrt, ernsthaft?
Nekromantie, die verbotene Magie. Diejenigen, die tugendhaft waren, wird das Feuer wärmen. Los, lauf! Diejenigen, die sündig waren, wird das... Na, Plötze? Alter, wo hat denn der Sossen sich jetzt hier verhakelt? Weiter so, Plötze! Nu! Geh mal lauf! Hängen geblieben. Wir müssen doch zu dem Spukhaus. Was ist das hier schon wieder? Mensch. Wie weiter den Weg entlang. Und dann ist gut. Er lässt sich immer so leicht ablenken, ist er? Na nu, fliegende Rehe. Naja, bleibt ihr mal da, wo ihr seid. Könnt ihr mal ein bisschen schneller reiten hier. Priester hat es leicht. Sei gegrüßt. Zeig mal her, was du hast. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Nichts hat er dabei. Leb wohl. Wie der manchmal ausholt, ja. Um auf den Zossen aufzusteigen. Herrlich. Naja. Fehlerfreie Spiele gibt das, glaube ich, sowieso nicht, oder? So, wir sind jetzt schon mal. Halte ich den auch nochmal an? Komm jetzt. Ja, vielleicht hat er ja was dabei. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Vor allen Dingen, die rennen hier einfach so umher, wisst ihr, so völlig... Oha, Plätze. Ohne Geleitschutz. Das ist also das Spukhaus. So. Du kannst nicht speichern, warum nicht? Jetzt. Na, hier sieht es ja auch gut aus. Oh, okay. Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Würdet ihr einer lesen? Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Das ist wohl ein Verehrer gewesen von den Radovid. Gerade Polymorphie. Tagebuch aus dem Moldawi-Anwesen. Salz, vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Oh, ich muss noch mal saugen. Ich habe vorhin noch Salz verstreut. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin.
Sehr gut. Ach du Scheiße, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Hier war lange keiner mehr. Alte Ruine. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Amaverik von Soranos Tagebuch. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Kann ich hier irgendwie... Da hat was geklickt. Ist jetzt die Tür offen? Ah, ist offen. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Ach nee, ist Art. Hä? Nö. Ich war sicher, dass sie über mir zusammenbrechen würde. Könnte ich denen denn entgegensetzen? Ein Axi vielleicht? Nö, nicht wirklich. Oh. Gwen vielleicht. Aber irgendwie Gwen drauf, weiß ich es ja nicht. Nicht schlecht. Am Eng hier drin.
Alter, du. Jawohl, sehr schön. Ist hier noch irgendwo was? Nee, wa? Okay. Nochmal schön Knödel in die Fresse hauen. So, hier haben wir schon alles geplündert hier. Geht das eigentlich auch nach oben irgendwie? Ach ne, gibt es bloß den großen Raum hier? Guck an. Das Haus hatte der nicht. Völlig verwinkelt hier so. Wo sind denn Zosseln? Ah, warte mal. Wir haben doch hier eine Wegmarkierung. Sehr gut. Gut, dann können wir gleich mal wieder zurück. Nehmen wir das noch schnell ab und dann ist die Folge auch schon wieder rum. In der nächsten Folge werden wir dann mit Priscilla reden. Was wir über Dodo und Dings rausgefunden haben. Über Rittersporn. Ne, über Dodo rausgefunden haben. Rittersport wissen wir ja. Wir brauchen ja Dodo. Oh, ein Hexer. Um, damit der sich als Menge ausgibt, um Rittersport freizulassen. Rittersport. Ah, Schokolade. Ich muss nur Ewigkeiten keine Schokolade mehr essen. Über 7 oder 8 Wochen jetzt keinen Kaffee mehr getrunken wegen dem scheiß Magen. Naja. Aber der fehlt mir nicht. Wieder du, rivischer Raumtreiber? Ja. Schnauze. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Hm. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Von der Sache her hat er da unten diese Gewölbe. Ach, wäre mein Mann doch so mutig wie du. Dann würde er Monster töten, Belohnungen einstreichen. Jetzt sieht ihr Haufen. Ja, was wollte ich sagen? Da unten die Wölbe da. Ich hatte auch ja, gut, das Haus, naja, fehlt noch eh ein Obergeschoss, aber eigentlich reicht es ja. Wenn man jetzt sagen, Marlene wohnt, ist das eigentlich ein schickes Häuschen. Hier ist so unten noch, baust dir da so ein bisschen was aus, machst die olle Brücke da noch ein bisschen, dann machst du ja unten so eine Bibliothek da mit keine Ahnung, schönen Kamin und sowas alles. Oh. So, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.